Auf freien Flächen wie Feldern, Wiesen und Weiden ist der Bussard häufig anzutreffen. Nahrung findet er hier reichlich. Mäuse, Hamster, Tauben und kleine Hasen gehören zu seinem Beuteschema. Wenn weitere Artgenossen in der Nähe sind, kommt es bei Bussarden zu Attacken, die zu Abstürzen und Verletzungen führen können. Der Bussard steigt mit der Thermik auf und in großer Höhe kreist er am Himmel. Dieser hier macht es anders. Er nutzt den starken Wind und lässt sich davon tragen. Dabei bleibt er in geringer Höhe auf der Stelle und schlägt mit den Flügeln, wie es der Turmfalke macht. Der junge Bussard beobachtet vom Weidefall aus den Boden. Beim kleinsten Geräusch ist er hellwach. Hat er die Maus entdeckt, stürzt er sich ins Gras. Er sucht den Boden ab, leider ohne Erfolg. Die Maus hat Glück gehabt. Das Turmfalkenweibchen hingegen geht es gelassen an. Sie sitzt auf der Zaunstange und pflegt das Gefieder. Auf Strohballen sitzt sie ebenfalls gerne. Auch hier wird das Gefieder gereinigt. Dabei beobachtet sie ab und zu den Boden. Hat sie eine Maus entdeckt, stürzt sie sich ins Gras. Mal gewinnt die Maus, mal der Turmfalke. Das Turmfalkenweibchen war erfolgreicher als der Bussard. Sie hat eine Maus gefangen. Der starke Wind macht es nicht einfach, das Gleichgewicht zu halten. In der einen Kralle die noch lebende Maus und mit der anderen Kralle Halt suchen an der Stange. Mit Geschick und Geduld hat das Turmfalkenweibchen einen sicheren Halt gefunden. Jetzt wird die noch lebende Maus getötet und gefressen. Es ist immer wieder beeindruckend, den Turmfalken und Bussarden bei der Jagd zuzuschauen. Schön, dass diese Vögel bei uns heimisch sind.